Also, liebe Kandidaten, zeige ich euch mal oder sage euch, wie ihr könnt sicher Mr. Schweiz. Also, zumal sicher immer ins Solarium, also mindestens jeden Tag. Mindestens. Dann, aber Alltag ins Fitnessstudio. He? Also, ihr müsst riesige Kästen werden, also fast nicht mehr die hohen Lieblinge kommen. Dann müsst ihr natürlich keine Augenbrauen zupfen. Ja, nie rasieren. Also, ich würde mindestens so einen Bart sehen an der Wahl. Erst dann. Haar schneiden. Nein, vergiss es. Das müsst ihr gar nicht. Weißt, heutzutage, modern Mann, ist ja richtig wild, wucherig, alles Brusthaar bis nach vorne. So werden wir bis zur Schweiz. Tipp Nummer 1. Sich selber bleiben. Und nicht irgendjemanden vorspielen. Immer wissen, wo man herkommt, nicht arrogant werden. Zeit geniessen, sie geht um wie im Flug. Ich würde sagen, die Kritik, die man in den Medien hat, ist öffentlich und die Kritik einfach nicht zu ernst nehmen und einfach drüber lachen. Und wenn man Punkt 1 bis 4 befolgt, hat man ein super Amtsjahr. Also, ich könnte fast sagen, so wie ich.